herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Erster Wettkampf war jetzt letzte Woche ein Regional. Den habe ich ein bisschen mitgefilmt, aber nicht so wirklich. Jetzt aber der erste wichtige Wettkampf, Pro Qualifier Norwegen. Den filmen wir mit, viele Learnings aus dem Wochenende gemacht. Und ja, versuchen wir jetzt alles umzusetzen. Ich freue mich mega. Wir sind gerade am Flughafen. Erstmal Kaffee. Heute 3,5 Liter trinken. Ist deshalb mit einberechnet und ja, wir haben es jetzt 5 Uhr ungefähr. Einlass am Flug ist 6:35 Uhr, also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Mein erstes Meal wird gleich noch gegessen, ist aber nur eiklar. Also heute nochmal entladen, ab morgen darf ich dann auch laden. Ja, dann geht's los. Ja. Alles da, 1000 Knäckebrote, keine Reiswaffeln. Wo wären die dann? Hier. Ja. Jetzt im Hotel angekommen. Man sieht es, glaube ich, meiner Frisur an. Wir sind gerade durch den Regen noch Ewigkeiten gelaufen. Ja, es ist super, super schwierig, hier einen Supermarkt zu finden, der Reiswaffeln oder sowas in die Richtung hat. Wir haben jetzt gepufferten Reis gekauft. Das war das Einzige, was einigermaßen vergleichbar war. Haben jetzt aber soweit alles, aber jetzt freue ich mich gar nicht, bin ich ehrlich, so sehr aufs Laden. Weil, ja, für mich gibt es auch heute richtig, richtig wenig Volumen, weil mein letztes Meal wäre normalerweise ein Pancake mit Obst. Und jetzt gibt es einfach eine Dose Thunfisch. Aber gut, kriegt man alles hin ein paar Tage vorm Wettkampf. Da heißt es mal Zähne zusammenbeißen und sich auf die Pizza freuen. Etosche, wieder. So, welcome back. Ja, wir sind jetzt im Hotel. Wir konnten ein bisschen früher einchecken, haben jetzt 3:15 Uhr. Gute Nachrichten, ich habe meine Tomaten gefunden. Ich habe vorhin meine Tomaten verloren. Ich habe meine Tomaten gefunden. Ich zeige euch einfach mal, wie es hier ausschaut. Ja, erstmal direkt ein Spiegel. Sehr, sehr gut. Man kommt im Prinzip hier einmal rein. Dann Bad. Und dann geht's direkt hier, Zimmer, Mario. Hier sind unsere Einkäufe. Genau, meine Tomaten, wie ich schon gesagt habe. Es gibt hier keine Reisflocken, kein Reisbrei, deshalb so Pufferreis. Haben noch Reismilch, mal gucken, wie das Ganze morgen schmeckt. Wir werden es sehen. Ja, sonst gehe ich jetzt erstmal duschen. Mir ist extrem kalt, meine Füße, hier regnet es die ganze Zeit,
sind einfach komplett durchgeweicht, weil ich auch so intelligent war und nur meine Nike anhab und die haben unten einen Riss. Aber gut, deshalb jetzt erstmal duschen, um ein bisschen aufzutauen und dann werden wir heute einfach nur noch entspannen. Tag 2. Ja, wir haben jetzt Freitag. Heute ist Registrierung, aber erst gegen Abend. Ich bin hier schon ready. Wir machen jetzt gleich erstmal einen Formcheck für Stefan. Dann werde ich mir einen Kaffee holen. Und dann geht's ans Laden. Ich habe gestern noch mit Stefan Rücksprache gehalten, weil ich mich letzten Wettkampf ein bisschen zu voll gefühlt habe. Aber er meinte, das ist alles gut. Ich esse jetzt trotzdem heute in kleinen Schrittchen und schau einfach, wie sich die Form verhält, was die Form macht, haben wir heute gut Zeit. Dann geht es später einfach nur noch mal kurz einkaufen, weil wir noch Fleisch brauchen ohne Salz. Heute gibt es nämlich nur 2 Gramm Salz eigentlich ins Reiswasser. Mal gucken, wo ich die irgendwo dazu menge. Ja, jetzt aber auf jeden Fall erstmal Formcheck. Gucken, was Stefan sagt. Wir haben super lang geschlafen. Ich fühle mich auch gut und bin super hyped auf heute Abend, auf die Registrierung. Ja, wie viele Leute da sind, wer so alles da ist, ein paar weiß man ja schon. Wird auf jeden Fall cool. Weil eine ist da, die ist in Belgien gestartet mit mir. Und die kommt auch aus Norwegen. Die hat jetzt auch die Regional alles abgerissen. Und in Belgien standen wir einfach noch zusammen beim DBFV auf der Bühne, also bei Elite auf der Bühne. Ja, und jetzt stehen wir zusammen bei NPC auf der Bühne. Die ist zwar ein bisschen größer, also wenn, dann wäre es nur im Overall. Aber vielleicht. Aber schon witzig, wie so der Wandel geht. Aber ja, wir werden sehen. So, ich dachte, ich gebe nochmal ein kurzes Update. Formcheck heute Morgen war soweit gut. Stefan meinte, alles nach Plan weiter. Ich kann vielleicht hier mal so ein paar Bilder einblenden, wie es aussah. Ich bin an sich auch relativ zufrieden, was bei mir super, super wichtig ist. Ich muss einfach dran denken, da habe ich auch Mario drauf angesetzt, seitlich zu stehen. Und heute Morgen waren schon wieder ein paar Bilder dabei, die waren ein bisschen zu frontal. Das hat mich schon wieder direkt ein bisschen, ich dachte, boah, wieso kriege ich das manchmal nicht hin? Aber ich werde das einfach wirklich versuchen, mir ständig in den Kopf zu rufen, weil Seite ist bei mir einfach besser. Lieber sieht man dann obenrum nicht ganz so viel, aber halt einfach die Seite. Yes, sonst gehen wir jetzt nochmal einkaufen. Mario ist jetzt noch ein bisschen am Arbeiten. Ich habe schon am Handy alles ein bisschen abgearbeitet, die verschiedenen Check-ins. Das ging eigentlich ganz gut, weil meine Athletin hat erst Peak Week in 2 Wochen. Da habe ich den Plan aber auch schon mal grob fertig gemacht. Also es läuft bei ihr. Das war so mein Plan. Und Registrierung heute Abend um 7. Mario ist, gar nicht wahr, um 6. Mario ist schon um 5 dran. Heißt, ich gehe mit, versuche ein bisschen was zu filmen. Ist eigentlich ganz cool. Dann sehe ich schon mal so ein bisschen, wie es abläuft. Und dann um 7, um 6 so bin ich dann selber dran. Und sehr interessant. Einfach mal zu sehen, werden heute Abend alles da ist. Aber wie gesagt, auf gar keinen Fall verunsichern lassen. Posing werde ich auf jeden Fall nochmal üben später, um einfach mir sicher zu sein. Und dann morgen, ich glaube, ich habe es noch gar nicht YouTube gesagt, nur Insta. 12 Uhr Tanning, 12.30 Uhr Haare Make-up. Ich habe den Termin nämlich verschoben. Ich hatte den erst um 10, aber Mario startet ja um 10 und ich wollte Mario unbedingt unterstützen und sehen. Was aber dann auch eigentlich ganz cool ist für unsere Tagesplanung, weil dann einfach alles so ein bisschen, nicht mit so langen Wartezeiten verbunden ist.
Menge noch? Auch eine lange, aber kann man sich eigentlich ganz gut merken. Ja. 6, 5, 8. 6, 5, 8. Ja. Guten Morgen. Sag was für deine YouTube-Community. Ich bin müde. Ich brauche gleich erstmal Kaffee. So, jetzt auch nochmal etwas wacher als vorhin. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg runter zum Tanning von Mario. Und wir haben jetzt 8 Uhr. Und ja, dann wird er getannt und dann geht es bei ihm auch schon los um 10. Ich bin mega, mega gespannt. Gefrühstückt haben wir. Für mich geht es dann los um 12. 12 Uhr ist bei mir Tanning, 12.30 Uhr ist Haare, Make-up und ab 15 Uhr ist der Waage, bin ich dann dran. So, Mario war gerade dran. Für mich geht's jetzt ins Tanning. Ich guck mal, dass ich ein bisschen früher reinkomme, weil Mario hat es richtig lang gedauert. Und ich habe ja um 12.30 Uhr Haare Make-up. Ich habe es auch. Mein Magen krummelt die ganze Zeit, aber mir geht's an sich gut. Ach so, das nächste Mal seht ihr mich braun. Drei. Fühlst du dich? Ich jetzt gleich einen Schokobon. Nee, mir geht's gut. Mir ist auch kalt, aber es ist okay. Ich habe mich gerade geföhnt. Mhm. Ja, und ist es gut, weil... Meine chlorreichen Idee. Ja, war wirklich gut. Es hört sich jetzt blöd an, weil man ja auf den Tag eigentlich so wartet, aber das Ende ist absehbar. Ist manchmal auch ganz schön, wenn man einfach weiß, es zieht sich jetzt nicht mehr. Und das Wichtige, was ist in Sicht? Die Pizza. Nee, also... Ist schon cool. Ich lache jetzt einfach, zeige meine Ausstrahlung, genieße den Moment. Der Rest liegt eh nicht bei mir. Von daher so ist einfach es. Spaß haben. We'll be right back.
Oh mein Gott. Champion and new IFBB Pro is number 661. Daria! So, kurzes Feedback. Es war dann ja doch gestern ja, ziemlich abrupt vorbei. Wir sind dann gestern noch Pizza essen gegangen. Da wollten wir auch mal die Kamera nicht mitnehmen. Vielleicht blende ich hier von Insta mal so kurz was ein. Wie geil diese Pizza war. Ja, heute Morgen haben wir jetzt noch im Hotel gefrühstückt. Jetzt stehen wir hier gerade draußen, haben schon ausgecheckt. Ich habe wieder 500 Jacken an. Ja, fahren gleich zum Flughafen. Unser Flieger geht um 13 Uhr circa. Kommen um 15 Uhr an. Dann geht es für uns noch ins Training heute. Beine mache ich noch. Und Cardio und Posing wie immer. Ja, Feedback zum Wettkampf. Die Bühne war klein. Das Licht war interessant. Links war es einfach komplett dunkel, rechts war es komplett hell, in der Mitte war es gut. Mal gucken, wie dann die Videos sind. Bilder und Videos haben wir gebucht. Ich hoffe, da ist was Brauchbares dabei. Weil es sind ja auch immer noch mal so die Erinnerungen an Wettkampf.
Das wird uns wahrscheinlich bei der Dennis James nicht passieren. Ja, Feedback zu meiner Form, ich weiß es noch gar nicht. Ich hatte schon mal Stefan so ein bisschen was durchgeschickt, auch von der Siegerin, vom Overall dann. Ja, die war halt einfach sackemuskulös. Also Stefan meinte auch, er versteht es nicht ganz, aber britische Judges, Die war Figur. Ja. Die hatte einen Arm wie ein Figurmädel. Es ist halt einfach so ein bisschen, deshalb bin ich auch jetzt nicht so, weil es einfach so ein bisschen undankbar ist, wenn du dann denkst, so an das kannst du ohne gewisse Dinge nicht kommen. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr schade, weil du denkst, Bikini sollte eigentlich in meinen Augen so möglich sein. Aber gut, ja, ich werde jetzt für die Dennis James einfach nochmal ein bisschen anziehen. Heißt, ja, Cardio ist an sich auf 45 Minuten jetzt, nach Absprache mit Stefan. Es passt auch so. Heute Morgen mache ich ein bisschen mehr, weil wir jetzt ja auch gegessen haben mit Mario zusammen, weil der muss 2 Stunden machen. Und meine Rückseite darf deutlich freier noch kommen. Deshalb ja, arbeiten wir da jetzt noch ein bisschen dran. Mehr Schultern haben wir schon so ein bisschen evaluiert an den Bildern. Könnte ich auch vertragen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die Linie eigentlich gut ist. Ja, einfach mal schauen, was ich jetzt bis zu Dennis James noch rausreißen kann. Bikini ist halt immer so ein Glücksding. Ne? Wer steht gerade neben dir? Wir werden sehen, wo es dann bei der Dennis James ist. Danach ist noch Alicante geplant in Dänemark. Einfach Erfahrung mitnehmen, was geht. Das war jetzt auch eine sehr gute Erfahrung, weil man wird einfach, ich merke schon, Wettkampf für Wettkampf, man wird entspannter und routinierter. Und das ist sehr, sehr gut. Ja, nächste Woche sind wir bei einem Athlet von Mario dabei. Meine Athletin startet in 2 Wochen. Ja, ich freue mich, bin gespannt, mal ein anderes Wettkampferlebnis bei der GmbF. Aber wird bestimmt auch cool. Nehme ich auch mit auf Marios Kanal. Also schaut euch da auf jeden Fall das Video an. Sonst danke fürs Anschauen von dem Video. Und ja, wir fliegen jetzt erstmal wieder nach Deutschland.